Hallo Leute und willkommen zurück zu Final Fantasy 4. Timer vergessen anzumachen. So, der läuft jetzt. Wir waren hier zuletzt auf unserem Schiff, wo wir uns durchschlagen müssen. Wir wollen ja auch Rosa finden und so weiter. Ich bin nochmal rausgekommen. Es waren ziemlich viele Angriffe zuletzt und habe noch ein bisschen was eingekauft, glaube ich. Ist jetzt schon wieder ein paar Tage her, dass ich aufgenommen habe. Und ja, hier ist jetzt die Tür. Und ich hoffe, hier geht es dann jetzt weiter. Müsste es aber eigentlich. Turm von Zott. Obergeschoss 1ZOT. Und da werden wir auch schon angegriffen. Und die sind gar nicht mal so schwach hier. Okay, der ist schon mal weg. Das ist gut. Einer ist noch da. Greift bitte nicht Cecil an. Sehr schön. Weg mit den Dingern. Den Hagelunken. Teller Stufe ist angestiegen und Sitzstufe auch. Das ist gut. Achso, dann nehmen wir gleich mal was dagegen. Den armen Zustand hier. Und dann bräuchten wir halt mal ein bisschen hier Sicht mal eben. Kriegen wir das hin oder kriegen wir das nicht hin? Oder war das, Cecil? Nein? So, Sicht. Können wir mal machen. Okay, dann gehen wir mal nach unten. Ganz nach unten und links zur Kiste, würde ich sagen. Dürfte also richtig sein. Irgendwo da müsste jetzt gleich die Kiste kommen. Oh, die mag ich gar nicht. Die sind gemein. Gemeine kleine Schwabbelviecher. Okay, wir müssen mit Magie angreifen. Habe ich vergessen. Ah, dann aber hurtig. Und dann machen wir mal so ein bisschen Vitrama eben auf alle, bitte. Alle, habe ich gesagt. Warum versteht er das jetzt nicht? Okay. Betrotzen ihn. Macht er das auf alle? Ja, macht er. Das ist schön. Studier die mal bitte. So, die sind analysiert worden. Die Dingerchens. Er trotzt denen. Und du machst mal bitte Eis auf alle. Die nicht einfach platt machen. Okay, einer ist schon weg. Das ist gut. Dann kriegen wir den nächsten auch hin. Ich dachte, wenn die Abwehr vielleicht sinkt, dann kriegen wir sie schneller hin. Dann müssen wir was gegen tun. Oh, er hat ihn beschützt. Das finde ich gut. Und der hat mal wieder kein Äther. Wie kann man denn immer so wenig Äther haben? Ich verstehe das nicht. Ich verstehe das nicht. Wir können uns das jetzt gerade auch nicht leisten. Irgendwie schon wieder rauszugehen. Vielleicht finden wir irgendwo eine Speicherstation. Wo wir dann ein Zelt oder was nehmen können. Na, endlich ist das Vieh tot. So. Ah, da ist sie auch schon, die Kiste. Flammenschwert aus der Schatzkiste erhalten. Doch der Feind hat auf der Lauer gelegen. Oh nein. Oh nein. Dann mach ihn fertig. Und du machst mal Eisra auf den. Kraftschub. Und studieren. Nee, ich hätte mal heilen sollen. Das wäre besser gewesen. Ja, wäre schön, wenn ich heilen könnte. Oh, das war gut. Eis mag der nicht so. Wir möchten bitte gerne alle sofort heilen. Ich greife ihn mal einfach an. Und
wir hier aus der Gefahrenzone mal rauskommen. Nicht gleich zu sterben. 264 ist auch gar nicht so schlecht gewesen. Ich mach mal wieder Eisraum. Feuerzunge. Du greifst bitte an, du auch. Oh oh, oh oh. Zwei sind gestorben. Und damit nähren wir ihn. Ich darf ihn nicht angreifen lassen mit Yang. Der hat noch eine Feuerdings ausgerüstet. Ich meine aber, dass man das ändern kann. Ja, super. Super. Ich weiß ja nicht, was der hier noch so drauf hat, aber wir müssen unbedingt wiederbeleben. Komm, mach. Und jetzt brauchen wir wieder mal wie immer eine Portion Glück, dass er ihn nicht angreift. Bitte, bitte, bitte nicht. Bitte nicht. Oh, er stirbt doch so wieder. Das war's, glaube ich. Das könnte eng werden, ja. Das war's schon wieder hier. 6 Minuten habe ich durchgehalten. Das war jetzt nicht so gut. Oh, wir dürfen aber nochmal hier machen. Das ist aber freundlich. Das ist aber gut. Ich dachte, der muss jetzt alles nochmal machen. Können wir die irgendwie mal pimpen hier? Damit die nicht so kurz vorm Verrecken immer sind. Ich habe gar keine Portionen mehr. Wie sieht es aus mit Ether? Ich glaube, das braucht der nicht. Können wir hier irgendwas anderes noch nehmen? Nö, ne? Ja, dann versuche ich es jetzt einfach nochmal. Was sollen wir sonst tun? Ich will das Flammenschwert haben. Das wäre doch was. Vielleicht mal einmal Eisgar machen, auch wenn es weh tut für die MP, aber... Wir nehmen mal den Antarktiswind, das mag der nicht. Ach, ich vergesse immer, dass ich mit Yang nicht angreifen darf. Das ist dumm. Oh, das hat aber ordentlich was abgezogen, das finde ich schön. Das hast du dir so gedacht. Ich heile mal hier nebenbei. Ich glaube, das kann nicht schaden. Und du kannst Eisra nochmal machen. Genau, greif weiter an. Schaden ist gut. Na, endlich. Also doch geschafft. Kann man, aber ich habe halt immer Angst, dass... Flammenpfeile. Okay. Kriegen wir aber auch das Flammenschwert. Haben wir das jetzt auch? Und ist das überhaupt gut hier? Flammenschwert. Geht die Präzision runter und die Psyche? Aber wir... Ja, es ist halt... Wir nehmen es mal. Jetzt, wo wir es haben, nehmen wir es mal. Ich verballer nochmal hier so ein bisschen, ne? Genau. Damit es dir wieder besser geht. So, und dann sollte es eigentlich nur nach oben gehen. Dann müssten wir rauskommen. Ich will hier nicht so rumirren, das ist doof. Hier wollen wir hin. Okay. Zweites Obergeschoss. Und direkt wieder angegriffen, aber wir sind ganz gut dabei. Kannst du da, ja, genau, mach das mal einfach. Super. Okay, der kontert mit Eisra, das macht nichts. Wie sieht's aus mit seinem Angriff jetzt? 1700, ich weiß nicht, wie viel es vorher war. Ich hätte mal drauf achten sollen. Aber es sieht eigentlich ganz gut aus, das Flammenschwert. Wir benutzen das mal weiter. Wir können die Waffe aber auch während des Kämpfens, soweit ich weiß, wechseln. Und ich sollte mal hier die Sicht wieder benutzen. Magie. Oha. Gut, wir gehen einfach nach unten. Wir können ja in die Mitte und dann rechts gehen. Das mache ich mal. Und wie es aussieht, dürfen wir auch gleich schon wieder eine Portion nehmen.
Ja, sonst sind die ja immer so knapp dabei hier. Das ist auch blöd. Vor allem Teller. Mitte. Und rechts. Und noch oben. Okay. Gibt keinen oben. Ist auch schön. Mhm. Jetzt habe ich mich verlaufen. Oder was? Ja, der kann schon wieder nichts machen. Der kriegt jetzt wieder einen Äther. Was soll ich sonst machen? Irgendwann wird er wieder zaubern müssen. Es ist halt sehr rar, das Zeug. Macht auch gerade mal 51. Ich weiß aber gar nicht, wie viel er hat, dass es volle ist. Wir greifen normal an, sparen ein bisschen. Sind jetzt nicht ganz so die schwierigen Angreifer, deswegen sparen wir da ein bisschen. Hä? Jetzt habe ich mich aber doch verlaufen. Nee, wir sind richtig gelaufen. Okay, ich dachte, wir laufen gerade wieder zurück. Zurück. So. Total richtig. Obergeschoss 3. Im Moment geht's mit den Angreifern. So, jetzt bin ich hier wieder an so einer Biegung. Muss leider wieder ein bisschen MP verbrauchen. Ist bei ihm aber nicht ganz so schlimm. Ja. Ich bin jetzt eigentlich überall hin. Ich bieg mal nach links da vorne auch trotzdem. Aber ich will mal wissen, wo es dann dahin geht. Bei dieser Gabelung hier. Aber erstmal werden wir natürlich angegriffen. Okay, Feuer ist gut, anscheinend. Mit dem Kraftschub jetzt könnte es auch klappen, dass wir sie besiegen hier. Die Blondine. Ja. Das ist schön. Und wir haben eine Hütte bekommen. Ich hoffe, wir können sie auch bald mal einsetzen. Das wäre schön. Wir gehen nach links, auch wenn es bestimmt noch oben weitergeht. Ich will wissen, was hier ist. Obergeschoss 4. Na schön, wenn ihr meint. Dann sind wir ja direkt richtig gelaufen. Ich traue mich hier einfach nicht, zu viel rumzulaufen. Aber irgendwo werden wir sicherlich mal speichern können. Nee, das lasse ich auch mal eben. Okay, daneben. Toll, Sessel. Ja, und Teller ist wieder tot. Kennen wir ja schon. So, jetzt kloppt da mal bitte drauf. Oh. Flamme füttert den. Das ist nicht gut. Dann geben wir mal eben eine Phönixfeder und greifen mit ihm an und... du kannst mal heilen. Teller braucht vor allem eigentlich Heilung. Heilen wir den mit ihm auch? Ja, scheiße. Kannst du mal Teller heilen? Ich verstehe nicht, warum das nicht macht. Dann machen wir mal Eisra. Schnell. Nein. Der trotzt jetzt mal. Du musst auch leider trotzen. Könntest höchstens mal eine High Potion hier... Ey, kannst du mal aufhören, hier immer alle umzubringen?
trotzdem Vieh. So. Ja, mehr können wir gerade nicht machen. Nochmal Eis vielleicht. Wir haben den halt viel mehr gestärkt jetzt als eben HP abgezwackt. Wenn ich so doof bin und immer die Viecher heil statt bekämpfe, ist es auch toll. Machen wir alle. Du greifst weiter an. Du trotzt weiter. Kann er nicht irgendwie... Achso, wir haben ihn schon. Das ist schön. Jetzt frage ich mich, wo wir sind. Och, wir kriegen eine Truhe. Gaia haben wir aus der Schatzkiste erhalten. Ja, das habe ich nämlich gehofft, dass wir jetzt nicht gleich zum Ende kommen, sondern schön nochmal ein paar Sachen finden. So, wem gehört denn wohl der Hammer? Hier. Geil. Das ist schön. Dann hat er was. Nee. Sonst ist alles gut. Gaia-Hammer. Was auch immer das bedeutet. Halte durch, Rosa. Aber wir haben gar keine Dinger mehr. Das ist echt schwierig langsam. Können wir irgendwas noch benutzen? Nö. Turbo-Ether hätten wir auch noch mal. Was macht Hammer? Achso. Ja, dann... nutzt nichts. Wir müssen uns heilen. Sehr schön. Geht zurück. Und jetzt gehen wir nach unten, wenn es geht. Okay, es geht aber nicht. Du kannst mal alle treten, bitte. Das wäre auch schön. In dem Fall ist... Ah, schön, dass die kontern. In dem Fall ist es gut, wenn er alle angreift. Können die mal aufhören, ey? Schön, dass wenigstens einer noch weg ist. Teller muss unbedingt halt mal auch mal aufsteigen. Das nervt echt. Kontert wieder die Olle. Na also. Es ist nicht so einfach. Man muss sich hier sehr stark konzentrieren, finde ich gerade so. Sitzstufe ist angestiegen. Wieso nicht Teller? Ach, Leute. Kannst du noch mal ein bisschen Vita zaubern? Heikel, heikel. So. Ornat aus der Schatzkiste erhalten. Was ist denn das jetzt wieder? Da. Ah, schön. Statt einem Flammenpanzer kriegen wir dann jetzt eine neue Rüstung für Cecil. Kann dann jetzt jemand anderes eigentlich das anziehen? Oder ist dieser Flammendings nur für ihn? Nee, hier könnte auch Sid die anziehen. Dann machen wir das doch einfach mal. Dann ist nämlich seine Abwehr besser. Ja, das machen wir so. Das finde ich gut. Muss ich zugeben, dafür lohnt es sich dann auch vielleicht ein, zwei Kämpfe mal in Kauf zu nehmen. Jetzt müssen wir einmal nochmal so nach unten, soweit ich mich erinnere. Irgendwas war hier rechts auch noch. Na? Hoffentlich verlaufe ich mich nicht. Super, wir kriegen Angriff von hinten. Und das auch noch mit der Konter-Weiber-Tussi. Scheiße. Da geht's schon wieder los hier mit Teller. Dem Ollen. Die hauen aber auch rein, ey. Doppelschlag. Hallo, geht's noch? Ja, komm, alle drauf. Müssen unbedingt angreifen und mal wieder welche loswerden hier von den Dingern. Komm, mach sie fertig. Ja, und die kontert natürlich wieder, dass sie schön am Arsch sind. Hm? Ist klar.
Puh. Sehr schön. Das war alles wieder ganz schön knapp hier. Machen wir das Vieh fertig. Da seid ihr beiden ganz gut, glaube ich. Wegen dem Feuer gegen Eis. Das könnte gut helfen. Jetzt wehrt das Vieh sich wahrscheinlich gleich. Macht aber nichts. Kriegen wir hin. Daneben schön gemacht. Ganz toll. Nee, wir lassen das mal so. Du verteidigst dich mal. Spar mal dein MP. Teddas Stufe ist angestiegen. Das ist schön. So, dann wollen wir den mal entsteinern sofort. Sehr schön. Na, was finden wir hier? Oh. Nicht hier falsch. Wir haben doch auch noch ein Item, mit dem wir irgendwie, genau. Jetzt mal das Zwergenbrot. Und toll, zwei Kisten haben wir noch vergessen. Das ist ja blöd. Ich weiß gar nicht mehr, von wo ich komme. Ich gehe mal hier in die Mitte zurück. Ich habe nämlich keine Ahnung, was hier in der Mitte ist. Okay, das ist gut. Das ist etwas, was wir wirklich nötig haben. Endlich ein Speicherkreis. So, und dann werde ich jetzt mal eine Hütte für alle benutzen. Gute Nacht, Leute. Was habt ihr euch verdient hier in diesem actionreichen Rumgekämpfe, dass die endlich mal alles voll haben. Und dann fühle ich mich gleich viel besser, wenn ich auch speichern kann. Viel, viel besser. Allen geht's wieder gut. Aber Teller ist halt echt low von seiner Stufe her. Sid hat immer gar keine MP, das wundert mich auch, aber das braucht er anscheinend auch gar nicht. Er zaubert nicht so viel. Leute, wir sehen uns im nächsten Part. Mal gucken, was wir da noch finden. Ich glaube, ich mache es jetzt, glaube ich, so, mal eben so, dass ich die zwei Kisten so euch besorge, ohne dass ihr es sehen müsst und sage euch dann, was ich gefunden habe und dann geht es direkt weiter in den Bosskampf, würde ich sagen. Ich glaube, das ist besser als nochmal einen ganzen Part das Gekämpfe sehen. Ihr habt jetzt ungefähr einen Einblick bekommen, welche Monster es hier gibt. Wir sehen uns im nächsten Part von Final Fantasy IV. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dann.